MMO Pro ist euer Magazin rund um World of Warcraft und alle anderen MMOs. Tipps und Guides, Klassentipps, all das bekommt ihr jeden ersten Mittwoch im Monat an eurem Kiosk. Hi und herzlich willkommen. Heute geht es in diesem Video über Crew-Fähigkeiten, genauer gesagt um die Crew-Fähigkeiten meines Charakters. Das sind drei Stück, wie ihr euch sicherlich denken könnt. Und zwar haben wir die Kunstfertigkeit, die Archäologie und die Schatzsuche. Ihr merkt schon, geskillt sind sie relativ hoch, vor allen Dingen für mein Level ziemlich hoch. 306, 268, 250 sind die aktuellen Skills von diesen. Ja, drei Sachen und ich möchte euch so ein bisschen näher bringen, was man mit diesem Beruf machen kann. Also, fangen wir mal mit der Kunstfertigkeit an. Die Kunstfertigkeit Sachen können mehrere Dinge herstellen. Zum einen farbige Kristalle, die kann man einsetzen in Lichtschwerter. Ich zeige euch das mal hier. Ich habe so ein Lichtschwert, da kann man das alles einsetzen. Da kann man halt mit der Kunstfertigkeit diese farbigen Kristalle herstellen. Man kann diese Verbesserungen herstellen. Und das Heft, zum Beispiel wie hier das fortgeschrittene Stärkeheft Nummer 9, was ich hier drin habe. Ja, diese Modifikation geht leider nicht. Das wird mit, ich glaube, Cybertech oder so, mit irgendwelchen anderen Berufen geht das auf jeden Fall. Und ja, beeinflusst natürlich vor allen Dingen der Farbkristall eben, ne, die Farbe des Lichtschwertes auch. Deswegen ist mein so rot, weil ein roter Kristall, den habe ich übrigens nicht selber hergestellt, aber natürlich dieses Heft, das habe ich auch schön selber hergestellt. Also diese Sachen kann man unter anderem mit der Kunstfertigkeit herstellen. Außerdem auch noch dieses, was man hier in der Offhand hat, also diesen ja, Schildabsorptionsding. Ich habe keine Ahnung, wie es wirklich heißt. Ist einfach so ein Schildteil, so ein Generator, den man eben hier in der Nebenhand trägt, wenn man denn nur ein Lichtschwert tragen kann, wie ich. Ja. Also, nochmal zurück, wieder zur Kunstfertigkeit. Also wir haben hier diese Kristalle, finde ich irgendwie ein bisschen langweilig, weil ich kann hier diese blauen Kristalle machen, die halt auch Ausdauer geben, die natürlich dann auch ein bisschen höher sind, etc. Aber Farbkristalle habe ich bisher irgendwie noch nicht so richtig hergestellt, denn selbst so grüne Kristalle, die können sowieso nur dunkle Leute tragen. Das ist alles mehr so ausdauermäßig. Als Tank sicherlich sinnvoll, als ja, DD eher nicht so sinnvoll, da habe ich mehr so einen Angriffskraftteil gehabt. Schwertgriffe sind ziemlich cool, da gibt es mehrere Schwertgriffe. Entschlossenheitsschwertgriff, ne? Ihr seht das hier, Willenskraft, Ausdauer. Dann haben wir den Hüter-Schwertgriff mit Stärke-Ausdauer, wo halt der Fokus auf der Ausdauer liegt natürlich. Dann den Machtanwender-Schwertgriff, auch wieder Willenskraft, Ausdauer, auch hier. Ja, ein kleiner Unterschied und natürlich nochmal das Stärke-Ding da. Wie gesagt, der Fokus natürlich auf der Stärke. Ich weiß gar nicht, wie ist das bei den Machtanwendern? Mit denen haben wir noch nicht beschäftigt. 22 Ausdauer, 17 Willenskraft haben wir hier. Und da haben wir 16 Ausdauer. Also da wird wohl beim Machtanwender auf ja, ne, die Ausdauer deren Fokus gelegt. Ist wahrscheinlich dann für die Hexer, die tanken wollen. Ne? Gibt's ja auch. Naja, jedenfalls das hier, die Sachen, die ich herstellen kann als Hefte. Da gehen wir gleich noch ein bisschen in die einzelnen Sachen rein. Dann haben wir hier Fokus. Das ist ja auch so ein Teil, was man in der Nebenhand tragen kann. Und die Verbesserung. Eigentlich habe ich da auch mehr von dem Fokus, ne, von den tragbaren Sachen. Ihr seht das hier, ne, diverse Kraftgeneratoren und so weiter. Da gibt es ganz viele Sachen von, natürlich auch wieder für die jeweiligen Klassen. Aber kommen wir nochmal zur Verbesserung. Sieht man auch, hier gibt es diverse Verbesserungen. Ihr seht auch schon, dass es hier grün, blau und lila gibt. Warum und wieso? Dazu kommen wir jetzt. Denn grundsätzlich beim Lehrer, also es gibt ja hier so einen Ausbilder auch wieder, da hinten ist der Lehrer, bei dem könnt ihr die Sachen lernen, diese ganzen grünen Sachen. Ja, also zum Beispiel diese ganzen grünen Schwertgriffe habe ich beim Lehrer gelernt. Kosten heilen Geld übrigens und dann kann ich die herstellen. Gehe ich dann einfach hier rein und sage, ich möchte das und das herstellen. Ja, kann ich aber nicht selber herstellen, sondern muss ich immer einen meiner Gefährten herstellen lassen. Ich habe jetzt hier drei Stück und ja, ich möchte jetzt mir zum Beispiel mal den Schwertgriff nicht, sondern sowas Tragbares herstellen. Nehmen wir mal einen aggressiven Verteidigungsgenerator. Ich habe keine Ahnung, ist auch egal, ich zerstöre den hinterher eh wieder. Klicke dann, kann hier nochmal auswählen oder halt natürlich hier rüber, ne? Zum Beispiel, wenn ich da drauf klicke, dann geht das auch. Wird hier halt erscheinen, welcher Gefährte das herstellt. Ich lasse das von meinem Druiden herstellen und drücke halt hier drauf auf Herstellen. Dann
sagt der Druide, dass er das macht. Und außerdem steht da, wie viel Zeit da vergangen ist. Das landet dann einfach im Inventar. Kostet nichts. Ihr könnt ihm das einfach sagen. Macht das und alles ist gut. Ja, ich habe da aber schon mal was vorbereitet. Wie ihr seht, habe ich hier die Hüterhefte 16 ein paar Mal in grün hergestellt. Jetzt möchte ich euch nämlich das Rekonstruieren erklären. Und zwar, Rekonstruieren ist hier oben so ein Button. Da kann man draufklicken. Und wenn ich das mache, linksklick, dann erscheint oder wird alles dunkel, was ich nicht rekonstruieren kann. Also diese ganzen Kristalle hier kann ich nicht rekonstruieren. Diese Sachen, die ich selber hergestellt habe, kann ich aber rekonstruieren. Also gehe ich jetzt hier rüber, drücke auf rechts drauf und dann seht das ja gerade da, ne? Passiert das mit dem Rekonstruieren und außerdem kriegt ihr Sachen wieder. Ja, ihr seht das hier, ne, ich kriege ein Fragment und ein Kristall, den ich dafür brauche, um das herzustellen, kriege ich wieder. Ja, bleib auf Rekonstruieren, gehe da drauf und kriege außerdem auch teilweise Skillpunkte dafür. Und ich habe jetzt, ihr seht das hier gerade, du hast einen Bauplan Hüterheft 16 gelernt. Ich habe doch hier gerade ein Hüterheft erstellt, denkt ihr euch. Heißt auch Hüterheft 16. Was ist das? Gucken wir also mal in unserer Kunstfertigkeit rein, ja? Und sehen dann hier, Hüterheft 16 ist jetzt auch im Blau da. Cool, denkt man sich. Stellen wir das doch mal her. Also man hat jetzt quasi dadurch, dass ich was gebaut habe und es wieder auseinanderbaue, ja, auseinandernehme, wo ich ja auch Material dann zwar teilweise verliere, aber teilweise auch wiederbekomme, habe ich eben die Chance, ein besseres Item davon herzustellen. Jetzt habt ihr euch wahrscheinlich schon mitgedacht, wenn ich jetzt sowas Blaues bauen würde und das dann wieder rekonstruiere, dann kann ich was Lilanes oder habe die Chance darauf, sowas Lilanes zu lernen. Habe ich natürlich auch schon mal vorbereitet und werden wir dann auch nochmal ausprobieren, ja, ihr seht, ich kann jetzt dieses Stärkeheft kann ich halt noch nicht 16. Ich rekonstruiere aber mal erstmal hier zu Ende. Ja, wenn das jetzt hier mal gehen würde. So, rekonstruiere das nochmal zu Ende, dass ich die beiden anderen Sachen auch wieder her habe, weil ich wusste nicht, dass ich das beim zweiten Mal schon lerne, ist schon ein bisschen selten. Daher wusste ich nicht genau, wie lange ich dafür brauche. So, jetzt mache ich hier dieses blaue Stärkeheft 16 und warte, bis ich das fortschrittliche Stärkeheft 16 gelernt habe. Wenn ich es denn überhaupt bei diesen drei Dingern schaffe, aber bei blauen geht das ein bisschen schneller natürlich. Da seht ihr, fortgeschrittene Stärkeheft 16 habe ich gelernt. Gehe ich mal wieder gucken. Hier in meinem Dings, da ist es. Fortgeschrittene Stärkeheft 16. Kann ich jetzt auch herstellen. Brauche ich auch ein paar andere Materialien. Habe ich aber alles da. Könnte ich jetzt auch ihm sagen, er soll das herstellen. Dauert aber 30 Minuten. Ja, hier steht oben immer die Zeit, wie lange das braucht. Darunter haben wir die Sachen, die man zum Herstellen braucht. Zum Beispiel hier, man braucht immer Artefakte. Ein Kraftkristall. Ja, es gibt halt verschiedene Kristalle. Farb- und Kraftkristalle. Ihr könnt es euch vorstellen. Kraftkristalle sind für diese Schwertgriffe und Farbkristalle für die ja, farbigen Kristalle hier oben, was ich da herstellen kann. Ne? Will ich aber nicht herstellen, deswegen konzentriere ich mich persönlich hier mehr auf die Schwertgriffe im Moment. Und ja, hier haben wir zum Beispiel auch noch einen epischen oder lila Edelstein. Ja, das ist auch ein Edelstein vierten Grades. Die haben verschiedene Grade. Daran könnt ihr die auch erkennen. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Und das Weiße hier, das kann man einfach beim Händler kaufen. Ja, das ist hier Brokatfasern. Die kann ich einfach beim Händler kaufen. Gibt es hier hinten da eine Händlerin? Ist das überhaupt hier der Lehrer? Ja, auf jeden Fall gibt es beim Lehrer in diesem Lehrerdistrikt so einen Händler, der natürlich Sachen verkauft, die ihr eben für die Kunstfertigkeit benötigt. Ja, jetzt hat gerade der gute Kollege da wieder was hergestellt. Gucken wir uns das doch nochmal an und rekonstruieren zu Ende die Sachen. Ne? Das Ganze ist dann hier gelandet, da ist das Teil. Ich gehe mal wieder auf Rekonstruieren, mache erstmal das Stärkeheft 16 noch kaputt. Und wobei, das hätte ich auch einfach verkaufen können, aber egal. Habe ich jetzt gerade nicht drüber nachgedacht. Ja, rekonstruiere das Teil hier noch. Dabei habe ich jetzt nichts gelernt, aber auch da kann man natürlich Sachen lernen. Ihr seht das jetzt hier mal, beim Tragbaren habe ich zum Beispiel hier ein Übermaß Synapsenkraftgenerator mal gelernt. Oder bei den Verbesserungen kann man das genauso machen, ja. Kann man auch eine blaue und eine epische Version jeweils von den Verbesserungen erlernen. Das ist ziemlich cool, finde ich, dass es so aufgebaut ist. Wie gesagt, ihr müsst dafür nichts selber machen, sondern schickt eure Gefährten das machen. Dauert halt aber nur, je höher das Ganze steigt, na, zum Beispiel bei der blauen Version schon 17 Minuten und bei der epischen sind das ungefähr so 30 Minuten. Das grüne geht immer relativ schnell, ihr seht das hier 3 Minuten 54 Sekunden, ne, bei dem oder auch beim Entschlossenheitsheft hier 4 Minuten. Naja,
Also, so könnt ihr eben die Sachen erlernen. Ich finde das total cool gemacht irgendwie. Mir macht Spaß, obwohl ich dabei nichts selber mache. Ja, das zur Kunstfertigkeit. Jetzt ist aber so, dass ich für die Kunstfertigkeit ja diverse Sachen brauche. Kristalle, ja, Artefakte. Diese weißen Teile hatte ich euch schon gesagt, woher man die bekommt. Und diese Kristalle und Artefakte muss man ja irgendwo herbekommen. Dafür habe ich zwei andere Berufe. Und zwar zum einen die Archäologie. Das ist so der Hauptberuf dafür. Wenn ich da mal draufklicke, seht ihr, hier ist die Archäologie. Ich gehe mal auf die vorherige Mission, da bin ich nämlich ganz drin. Und da steht immer drunter, also hier zum Beispiel, da könnte man sich also auch die Geschichte durchlesen, lese ich mir nicht durch, steht halt hier oben Folge der Spur, so heißt diese Mission. Daneben steht, wie lange mein Gefährte dafür brauchen würde und was das kostet. Denn dieses hier kostet etwas. Ja, also hier zum Beispiel 13 Minuten und da steht da auch noch eine Geschichte zu, ja. Kann man sich wahrscheinlich durchlesen, wenn man möchte. Republikanische Forschungsschiffe bewachen die Planeten von im Lift-Sektor, ja. Dein Gefährte soll nun bla 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 und ne, das bringen. Dabei würde rauskommen eben ein Kraftkristall vierten Grades. Oder hier die Brokatfasern. Also dieses Weiße, das schicke ich eigentlich nie einen Gefährten los, sondern die kaufe ich mir einfach immer selber. Und hier zum Beispiel gibt es Artefaktfragmente, hatte ich ja gerade gesagt, ne? Auch vierten Grades. Oder hier gibt es Kraftkristalle, ne? Artefaktfragmente. Also man kann Kraftkristalle, Farbkristalle, sind jetzt zwar hier gerade nicht zur Auswahl, aber die kann man da auch bekommen, ja. Und all das geht eben mit der Archäologie. Archäologie ist allerdings auch ein Beruf, den ihr theoretisch selber ausüben könnt, wenn ihr auf eurem jeweiligen Questgebiet oder Questplanet dazugehörigen Skill habt, dann könnt ihr dort einfach auch Sachen selber anklicken und sammeln und so natürlich euren diversen Skillungen aufwerten und Sachen finden. Ja, das geht auch. Oder aber ihr schickt eben euren Gefährten los. Hier habe ich natürlich sehr viel auch selber gesammelt, zumindest bis zu dem zu der Stufe, wo ich konnte, und habe danach dann meine Gefährten losgeschickt. Ja, das war Archäologie, ist also so der Hauptsammelberuf für die Kunstfertigkeit. Ohne Archäologie ist die Kunstfertigkeit überhaupt nicht möglich, außer natürlich man kauft alles, aber ist halt nicht möglich. Dann haben wir noch die Schatzsuche. Die Schatzsuche, auch da gibt es natürlich Sachen, und zwar mehrere. Einmal gibt es auch Edelsteine hier, ihr seht das gerade hier bei der Baustelle, steht da drunter mittlerer Ertrag, Edelsteine vierten Grades, ja. Also wie viel ihr da bekommt, ist halt mittlerer Betrag, guter Ertrag, ne, ihr bekommt ganz viele Tresorkisten zum Beispiel darüber, aber mittlerer Ertrag, ihr bekommt halt so und so viele Edelsteine vierten Grades. Edelsteine können wir natürlich gebrauchen, super, vierten Grades, für die Kunstfertigkeit. Daher auch ein passender Beruf dafür, ja. Was kann man dann noch bekommen? Man kann Tresorkisten bekommen, man kann Sachen für seine Gefährten bekommen. Also da gibt es diverse Sachen. In den Tresorkisten können dann zum Beispiel Credits sein oder aber auch Items, die ihr dann selber gebrauchen könnt, die ihr euren Gefährten geben könnt. All sowas kann eben die Schatzsuche bringen. Also das sind auch Sachen, die man teilweise direkt ins AH stellen kann oder aber eben selber gebrauchen kann. Dann gibt es noch eine Geschichte, und zwar, dass ihr Missionen für die Archäologie und für die Schatzsuche kaufen könnt. Und zwar gibt es da so Missionskapseln oder wie heißt das Ganze hier, Missionsentdeckung Archäologie oder aber hier zum Beispiel Missionsentdeckung Schatzsuche. Die gibt es auch in der blauen und in der epischen Variante, kann man im AH kaufen oder aber bekommt man durchs Hacken. Also wenn ihr zum Beispiel einen Charakter habt, der Hacken hat, dann kann der solche Missionen bekommen. Die Mission kann man einmal benutzen und die bringen mehrere Sachen auf einmal. Also zum Beispiel bei der Archäologie bringen die Kraftkristalle, Farbkristalle und Artefakte, sowas, ja. Die dauern aber auch entsprechend lang. Also die Dauer ist durchaus erhöht und ob es sich dann teilweise wirklich lohnt, sowas zu kaufen, ist so die Frage. Wir werden hier einfach mal eine Mission machen, beziehungsweise beide Missionen einfach. Ich werde hier mal die Schatzsuche untersuchen und die dann zu meinem Dings hinzufügen und genauso mit der Archäologie-Mission, die ich hier freundlicherweise bekommen habe, werde ich das auch nochmal hinzufügen. Dann gehen wir hier mal auf Archäologie. Und dann sehen wir hier,
Ja, so eine spezielle Mission, wo so ein Schloss da oben ist. Das heißt also, die ist freigeschaltet, ja. Die kostet mich eigentlich erst nochmal hier, um sie durchführen zu lassen, von einem Gefährten 1900 Credits. Und außerdem braucht die eine Stunde, 34 Minuten und 56 Sekunden. Also mein Charakter bzw. mein Companion wird so lange weg sein und erst dann wird er mir eben als Ertrag einen üppigen Ertrag, also richtig viel, ja. Also es gibt halt mittlerer, guter, reichhaltiger, seht ihr oben drüber, und einen üppigen Ertrag aus Kristallen, ja, und Artefaktfragmenten. Sehr cool. Also beide Kristalle hatte ich ja gerade schon gesagt. Und alles eben des vierten Grades. Da steht auch immer, der Grad ist eben abhängig davon, was für eine Missionsstufe ihr nimmt. Ja, also wenn ich zum Beispiel Kristalle ersten Grades nehmen würde, gehe ich da auf 1, ne? Also 10 bis 16 und so weiter. So, aber zurück zu unserer Mission hier. Die möchte ich allerdings nicht von Fette ausführen lassen, sondern die lasse ich von meinem Roboter hier mal ausführen. Der soll die machen. Den schicke ich jetzt erstmal eine Stunde 34 Minuten weg. Und dann macht diese Archäologie-Mission für mich. Ja, so, ihr seht das jetzt, eine Stunde 36 Minuten ist er weg und macht die. Fette lasse ich die Schatzsuche machen, denn ihr seht ja, die hat so einen ja, Bonus auf Schatzsuche. Die müsste ich ja dann auch da drin haben. Da kann ich nur bis 33 bis 40, weil da bin ich noch nicht so hoch. Und kann dann hier die Schatzsuche-Mission machen. Ihr seht üppigen Ertrag von Edelsteinen vierten Grades, Tresorkisten der Klasse 4 und Gefährtengeschenke. Also Geschenke für meine Gefährten. Schicke ich die auch mal los und lasse gehen und lass dann den guten Herrn Quinn hier nochmal eine andere Mission machen, damit der ja, Edelsteine vierten Grades, mittlerer Ertrag, ergiebiger Ertrag ist hier halt auch sehr viel. Edelstein vierten Grades schicke ich ihn natürlich dahin und lasse die ergiebigen Erträge mal einsammeln. So, wenn die wieder zurückkommen, nehme ich das nochmal auf, damit ihr das euch dann auch nochmal anschauen könnt. Das auf jeden Fall erstmal so weit, und dann seht ihr halt noch, wenn die zurückkommen. Das dauert jetzt natürlich, ihr seht das hier im Gefährtenfenster, bis die wieder da sind in der Zeit. Also im Normalfall würde ich euch empfehlen, die natürlich auf solche langen Missionen nur zu schicken, wenn ihr ausloggt. Oder aber ihr behaltet einen Gefährten natürlich da. Also in meinem Fall hätte ich jetzt Fette vielleicht da behalten, hätte gequestet. Und dann, wenn ich eben durch bin, ja, ne, wären meine anderen Gefährten halt wieder da. Oder ich würde Marvel Quinn, oder wie auch immer der Typ heißt, mitnehmen und Fette und den Druiden halt wegschicken. Ne? Solche Sachen sollte man natürlich machen, beziehungsweise kommen ja auch noch mehr Gefährten. Ja, also das soweit. Ich hoffe, das war für euch erstmal soweit interessant. Wir machen, wie gesagt, gleich noch kurz eben ja, das Zurückkommen von den Gefährten, wie das Ganze aussieht. So, wenn dann euer Gefährte fertig ist, wird zum Beispiel hier der Malawai Quinn, ja, so ist richtig. Kommt da wieder, es öffnet sich so ein Teil, es kommt eine kurze ja, Nachricht im Voice und ja, ne, er sagt halt, dass er den Auftrag erfolgreich ausgeführt hat oder aber auch unerfolgreich. Also solche Aufträge können auch misslingen. Das ist allerdings wirklich höchst selten der Fall, dass sie misslingen. Und dann hat der Gefährte nämlich gar nichts dabei. In dem Fall war er erfolgreich. Wir haben hier, ja, zwei Edelsteine vierten Grad, wie ihr seht, ne? Das sind halt diese blauen Teile, die man braucht. Das ist halt wirklich wichtig für die Kunstfertigkeit, um eben die blauen Sachen, beziehungsweise auch natürlich, wenn es epische sind, die epischen herzustellen. Freue ich mich natürlich drüber und schicke den Herrn direkt auf eine neue Schatzsuche-Mission, ja, für Edelsteine, wenn es geht. Da haben wir, ne, ein reichhaltiger Ertrag. Super. Schicken wir ihn weg. 40 Minuten ist auch der jetzt weg. Und in 52 Minuten sind die anderen wieder da und haben dann von dieser epischen Mission für uns die Sachen wieder. Ich denke, das sollten wir uns nochmal anschauen. Tja, da sind wir auch schon wieder zum letzten Mal, denn ja, unsere Freunde, die Fette und die der natürlich 2VR8, sind gleich wieder zurück und haben unsere legendäre Geschichte wieder da. Bevor sie allerdings da sind, sind wir nochmal hier im eigentlich Handelsdistrikt, aber das ist erst das nächste Ding auf dieser Raumstation. Und werden uns nochmal angucken, was man denn so alles für Handelsmissionen kaufen kann und was man für Baupläne teilweise kaufen kann. Denn man kann an einigen Stellen auch Baupläne für die Kunstfertigkeit kaufen.
Also Sachen, die ihr nicht lernen könnt, könnt ihr dann teilweise auch kaufen, beziehungsweise über das Hacken vermutlich oder über andere Sachen, ich weiß nicht genau, finden. Ja, und zwar ist es halt hier bei Handwerksbauplan und würdet ihr hier Kunstfertigkeit eingeben, allerdings ist, oh ja, seht ihr, da ist sogar was drin. Da haben wir nämlich was Blaues direkt, das ist also wieder so ein Generator für die Stufe 37 hier, die man dann nicht bei diesem Lehrer lernen kann. Ich weiß nicht genau, woher er es bekommt. Das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Und natürlich auch hier, um nochmal Handwerksmissionen, ne, könnt ihr dann hier zum Beispiel Schatzsuche, ne, Archäologie und so weiter auswählen. Da seht ihr, dann sind ganz, ganz viele Sachen da, die hier auch angeboten werden. Ja, das nur nebenbei im AHA eben zu finden, beziehungsweise beim Hacken. Ja, oder wie ich zuerst gelesen habe, Hacken. Ja. Ganz toller Fall von irgendwie Noobness und ja, dem Englischen nicht nachvollziehen können. Ein bisschen dämlich, aber naja. Ja, jedenfalls, das gibt's alles und es gibt diverse andere Sachen natürlich wahrscheinlich auch noch, die ich jetzt noch gar nicht weiß, weil ich vielleicht noch zu low im Level bin. Ich kann euch auch nicht sagen, wie gut der Beruf bzw. diese Berufskombination im Endgame ist. Da müssten wir dann nochmal demnächst mal ein paar Leute fragen. Falls das jemand weiß, also falls jemand von euch Endgame-Spieler ist und sich hier nur den Scheiß mal angehört hat, sozusagen, ja, den ich verzapft habe, kann er vielleicht mal sagen. Ich habe nämlich gehört, dass die Bioanalyse eigentlich ein richtig guter oder der Endgame-Beruf ist schlechthin. Ihr kennt das, das Ganze ist am meisten nicht gebalanced in neuen Spielen. Ich fand es aber interessant, ja, und von daher wahrscheinlich ist es tatsächlich so. So, da haben wir Fette. Sisturok hat vier von diesen Edelsteinen hier, ne, ganz, ganz viele Sachen. Ein Relikt hat sie mir hier mitgebracht, für Hell allerdings, und auch noch ein Geschenkfragment, das sind halt diese Gefährtengeschenke. Und dann gucken wir gleich nochmal, was der 2VR8, der hat ja die ganzen Archäologie-Sachen dann gleich, eben von dieser epischen Mission, die ist jetzt übrigens dann nicht mehr da, also hier bei der Schatzsuche, ne, ist das Ding halt nicht mehr wieder noch mit drin. Da ist es. Da haben wir 27 Artefakte, ne? 9 von diesen Kraftkristallen. Hier Farbkristall, Farbkristall und Farbkristall. Also dreimal verschiedene Farbkristallen. Wirklich enorm viele Sachen im Vergleich zu den normalen Teilen. Ne? Man kriegt wirklich viel, zahlt aber auch dementsprechend. Ne? Das Ganze kostet im AHA so 2000 Credits und dann eben nochmal 2000 das Ganze durchzuführen. Also hättet ihr 4000 Credits. Aber lohnt sich dann natürlich auch. Die dann so loszuschicken. Naja, also, das auf jeden Fall hier, diese Zusatzfähigkeiten. Und ich hoffe, ich konnte euch in meine drei Berufe hier einen kleinen Einblick verschaffen. Und euch ist, hat das Ganze interessiert? Falls ja, ne, Daumen nach oben und so. Abonniert mich, addet mich auf Facebook, facebook.com/vanion. Freue ich mich natürlich immer. Besucht unsere Seite, da gibt es auch noch diverse andere Sachen zu sehen, zu lesen und so weiter. Ich danke euch in diesem Sinne, freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, euer Venien.